Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Temok-Guide präsentieren. Heute geht's um Temok hier aus Torghast. Ich dachte mir, ich nehme dazu mein kleines Video auf, denn ich habe das letztens mal fertig gefarmt. Und dabei bin ich auf einige Fragen gestoßen, die ich mir erst zusammensuchen musste. Ich dachte mir, ich mache euch mal ein kleines Video, wie man hier am besten das Temok-Zeug farmt. Was gibt es hier Schönes zum Farmen? Naja, es gibt einige Items, die von kosmetischer Natur sind. Natürlich auch Pets und Mounts, aber zu den Mount-Geschichten habe ich auch schon überall Videos gemacht. Wir wollen uns jetzt hauptsächlich auf das Temok konzentrieren. Wir haben einige Items, wie ihr seht, die bei Händlern quasi zur Verfügung stehen. Auch verschiedene Händler hier tatsächlich. Dann haben wir einige Temok-Teile, die wir aus dem Adamantit-Gewölbe kriegen und einige unter gemeinsame Bossbeute. Und da will ich euch mal erklären, wie das System funktioniert. Wir können jetzt hier mal schnell ein bisschen drüber fahren, wenn ich auf jedes Item an sich eingehe, dann sprengt das so ein bisschen den Rahmen, aber ihr seht unten im kleinen Vorschaubild, wie die Sachen so im Grunde nachher aussehen. Sind einige ganz coole Sachen dabei, sind natürlich auch viele Recolors, ne, von verschiedenen Grautönen, beziehungsweise auch das Goldene, was ihr oben gesehen habt, ne. Das waren jetzt zum Beispiel die kompletten Händler-Items. Dann haben wir hier auch nochmal die Items, die beim bei den Bossen im Adamantit-Gewölbe droppen. Und dann haben wir hier die Items, die bei den kompletten Bossen droppen. Und wie das System funktioniert, will ich euch jetzt mal erläutern. Als allererstes müsst ihr natürlich einmal nach Torghast, um das Ganze farmen zu können. Da kommt ihr hin, indem ihr erstmal nach Horriboss geht, also in die Schatten landen. Und dann lauft ihr hier quasi in die Mitte, da gibt es einen Teleport in die zweite Ebene und dann springt ihr einfach in die Mitte unten runter. Und wenn ihr das gemacht habt, landet ihr hier im Schlund und dann müsst ihr einfach hier in die Zuflucht reingehen. Hinten ist so ein Portal und dann seid ihr hier in Torghast. Jetzt so ganz grob erklärt. Ja. Wichtig ist dann, wir haben hier verschiedenste Portale und diese Portale werden gleich noch relevant. Wir haben hier auch einen Würfel, den brauchen wir auch, denn wir können bei dem Würfel was skillen. Und ja, die ganzen Sachen helfen euch. Wirklich wichtig, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist quasi effizienter Plünderer. Dann lootet ihr nämlich automatisch die Mobs, ohne dass ihr jeden Mob anklicken müsst. Was ich sehr, sehr praktisch finde, weil man einfach nur durchlaufen kann und dementsprechend dann nicht zurücklaufen muss, um zu looten. Wie man diesen Würfel freischaltet, ist eigentlich relativ einfach. In den höheren Stufen, jetzt hier in Torghast, stehen ab und an so Mittler rum. Die müsst ihr anquatschen, kriegt eine Quest, dann müsst ihr da hinten um die Ecke laufen, da geht es zu diesem Schmied und bei dem könnt ihr das abgeben, dann müsst ihr zurück zum Würfel laufen, dann könnt ihr skillen. Und die Punkte zum Skillen bekommt ihr auch hier in Torghast. Jetzt erstmal erklärt, wie funktioniert Torghast an sich. Ihr habt hier verschiedene Schwierigkeitsgrade und interessant wären eigentlich die oberen, weil da können nämlich die ganzen coolen Transmog-Sachen droppen. In den unteren sieht es eher schlecht aus. Ihr müsst es aber einmal freischalten. Ich habe das natürlich damals in Shadowlands gemacht, habe das alles freigeschalten und kann direkt die höheren Schwierigkeitsgrade laufen. Mir wurde eigentlich gesagt, dass man mit Twinks direkt auf Stufe 9 starten kann. Hat bei mir nicht funktioniert. Ich wollte nämlich noch ein paar Mal von meinen anderen Accounts mitziehen. Bloß die waren alle bei Stufe 1 und dann müsste man jedes einmal spielen, ohne Loot zu kriegen. Deswegen habe ich das sein gelassen und habe nur einen Account mitgezogen. Und habe am Anfang 13er Keys gemacht. Und ja, wie fand man das am besten? Ich habe jetzt rausgefunden und auch durch Erfragen, dass ihr am besten 16er macht. So wie es aussieht, könnt ihr diese Zusatzloot-Sachen bekommen ab Stufe 13, ne, wenn man 5 Qualen hier freigeschalten hat. Also die Qualen sind die negativen Effekte. Aber es scheint so, dass auf Ebene 16, also der höchsten, mehr droppt. Zum Teil habe ich von der gemeinsamen Bossbeute jeden Run, also ich bin mit zwei Accounts gleichzeitig reingegangen und habe fast jeden Run zumindest ein Item mit den beiden Chars rausgezogen. Auf 13 habe ich teilweise 3-4 Runs gemacht, bis ich mal ein Item bekommen habe. Also da scheint schon deutlich besser zu droppen. Kann natürlich auch Zufall sein, ne? Da habe ich jetzt nicht so eine große Anzahl an Runs, dass es wirklich eine Aussagekraft hat, aber es ist eine Tendenz und von anderen Spielern wurde mir das auch empfohlen, eher die 16er zu laufen. Es ist so, die Mobs sind natürlich nur Stufe 60 hier drin, dementsprechend seid ihr 10 Stufen drüber mit mittlerweile 70 und wir haben zwar kein Scaling, also ihr macht nicht prozentual mehr Schaden wie jetzt in ganz alten Content, aber mit einem Max-Level-Char ist es natürlich schon relativ easy da durchzuholzen. So, was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr schaut, dass ihr möglichst viel Punkte erspielt, denn umso mehr Punkte wir erspielen,
Umso einfacher können wir dann am Schluss ins Adamantitgewölbe kommen. Wie funktioniert das System? Wir haben quasi mehrere Ebenen. Es sind, glaube ich, immer 5 Ebenen müsste es sein. Und da ist dann am Ende den Boss. Wenn ihr den Boss umhaut, könnt ihr quasi den kompletten Loot kriegen, der hier als gemeinsame Bossbeute drin ist. Ne? Also die Bosse, wenn ihr es umhaut, sind die Sachen drin. Es ist so, ihr könnt nur Items kriegen, die ihr nicht schon habt. Also am besten gleich die Sachen immer lernen. Dann können sie nämlich nicht mehr droppen und es droppen andere Sachen. Also ich hatte hier keine Doppelungen. Es droppt dann immer das, was euch fehlt, was eigentlich sehr schön ist, wenn was droppt. Ja? Dann haben wir noch die Möglichkeit, quasi bei mittleren Items zu kaufen, und zwar gegen Phantasma. Phantasma kriegt ihr, indem ihr Gegner da drin tötet, und wenn ihr hier diesen einen Trade geskillt habt, dann lootet ihr es automatisch, und wenn ihr so Vasen kaputt macht und irgendwelche anderen Kisten aufmacht und so, da kann das drin sein. Beziehungsweise es gibt auch diese Anima-Bonis, da kann man auch aktivieren, dass man mehr Phantasma kriegt, beziehungsweise dass man mehr, dass man direkt 300 Phantasma kriegt oder 75 gibt es auch, also da kann man die Sachen auch mitnehmen. Ja, also das kann sich rentieren. Es gibt auch ein Legendary, wo man mehr Phantasma kriegt, aber es ist jetzt hier fürs Teamwork Farm nicht wirklich notwendig, würde ich behaupten. Genau. Die meisten Sachen kriegt man zum einen von dem Mittler, der ist, glaube ich, also man läuft erst, meine ich, 2 Stufen oder 2 Ebenen, wo ihr ganz normal Gegner bekämpft. Dann kommt ein Mittler, dann haut ihr nochmal eine Ebene mit Mobs weg und dann kommt der Endboss, so war es, glaube ich. Und sowohl in der Mittlerebene, also auf Ebene 3, wo der erste Mittler kommt, kann ein Item von den Sachen drin sein, und auch auf der quasi letzten. Was ich euch empfehlen kann, naja, es sind halt ein Haufen Waffen drin, ja. Nicht jede Klasse kann jede Waffe tragen, zumindest stand aktuell, ne, hier noch in Dragonflight mit War Within soll es ja dann anders aussehen, beziehungsweise im Pre-Patch, da könnt ihr es dann vielleicht mit jeder Klasse machen. Ich kann halt nur empfehlen, wenn ihr einen Krieger habt, dann macht es mit einem Krieger, falls der halbwegs gutes Gear hat, weil dann könnt ihr natürlich alle Waffen mit dem lernen, ja. Ich glaube, Gleben waren hier keine drin und Zauberstäbe auch nicht. Aber es sind lauter Nahkampfwaffen, ne? Und auch eine Sache wie eine Armbrust und so. Ich konnte tatsächlich alles mit meinem Druid und einem Hunter abdecken, ne? Also das ging, und habe damit alles mir holen können. So, jetzt kommen wir noch auf das Adamantitgewölbe zu sprechen. Und zwar das Adamantitgewölbe könnt ihr erst, meine ich, ab Stufe 13 freischalten, meine ich. Und das kriegt ihr, wenn ihr insgesamt 200 Punkte am Ende abgeschlossen habt. Wo kriegt ihr Punkte her? Im Groben ist es so, umso mehr Mobs, also es gibt 3 große Faktoren und dann noch einen Haufen kleine. Die 3 großen Faktoren ist, wie viele Gegner, beziehungsweise Aufgaben Vasen und was da halt drin ist. Also wie sehr ihr die Ebenen cleart. Das steht dann am Ende dran. Monster-Kill-Bonus, oder ich keine Ahnung, wie das genau heißt, wie viel Prozent ihr gemacht habt. Killt am besten so viel Zeug wie möglich, haut die Vasen um, macht so kleine Mini-Aufgaben, Kisten auf, einfach alles erledigen, dann kriegt er dann einen Haufen Punkte. Dann gibt es, wie schnell seid ihr durch, gibt es quasi einen Bonus, umso schneller, umso mehr Bonus gibt's. Und das letzte ist Ermächtigungsbonus, es gibt dann so einen Button, den könnt ihr, glaube ich, hier auch bei dem Würfel skillen, deswegen macht es Sinn, dann auch das mitzunehmen. Da könnt ihr dann dementsprechend, wenn ihr Mobs tötet, einen Balken auffüllen, und wenn der weit genug aufgefüllt ist, kriegt ihr einen Extra-Button. Den Extra-Button drückt ihr und dann kriegt ihr einen Haufen schöne Bonis, wie mehr Damage, glaube ich auch Tempo, könnt ihr alles bei den Würfel skillen. Und die Mobs, die ihr quasi mit dem Bonus tötet, sind quasi der dritte Faktor. Also umso mehr Mobs ihr mit dem Bonus tötet, umso mehr kriegt ihr da auch an Pluspunkten. Und dann gibt es noch 10 Millionen kleine Faktoren, die euch noch Zusatzpunkte bringen. Ihr dürft nicht sterben. Ihr dürft nicht zu viele Artefakt-Bonis nehmen. Artefakt-Bonis sage ich hier, diese Anima-Bonis. Ihr müsst 2 Rares innerhalb von einer gewissen Zeit töten. Und lauter so Sachen. Also gibt es für alles Mögliche gibt es einen Bonus. Ist aber relativ wurscht. Mit Level 70, ihr holzt einfach durch, haut alles um, seid damit ja eh schnell. Dann kommt ihr auf jeden Fall auf die 200 Turmwissen. Da müsst ihr euch schon echt blöd anstellen, dass ihr es nicht schafft. Also zumindest, wenn ihr quasi ganzen Mobs umhaut. Ja? Also da müsst ihr jetzt nicht auf so extra Bonus-Sachen achten. Mit Max-Level gar kein Stress. Genau. Wenn ihr 200 Turmwissen habt, dann könnt ihr nach der Ebene 5 nochmal quasi 2 Ebenen weiterlaufen. Das ist dann das Adamantit-Gewölbe. Und die Ebene 6 sind dann einfach wieder normale Mobs, da könnt ihr einfach durchlaufen, es bringt gar nichts, die Viecher zu töten. Und Ebene 7, da ist es dann so, da habt ihr nochmal einen neuen Boss. Und dieser Boss, der hat dementsprechend einen eigenen Lootpool. Das ist der Adamantit-Gewölbe-Lootpool.
Und da habt ihr dann nochmal auch extra Timok-Teile. Es gibt dann auf Ebene 6 vor dem Boss, wie es auf Ebene 7 vor dem Boss vom Adamantit-Gewölbe, habt ihr dann nochmal einen Mittler und der hat auch eigenen quasi Mittler-Loot. Mir ist aber aufgefallen, dass diese vier Sachen, die jetzt hier im All of Things eingetragen sind, im Mittler-Loot, nicht unbedingt alle sind. Es scheinen noch ein paar Items von dem normalen Mittler-Loot auch nur bei dem im Adamantit-Gewölbe zu droppen. Warum auch immer, heißt, wenn euch noch Mittler-Loot fehlen sollte, egal was es ist, lauft immer das Adamantit-Gewölbe fertig, weil anscheinend sind nicht alle Sachen hundertprozentig richtig eingetragen. Genau. So viel dazu. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Ich war relativ fix mit dem Adamantit-Gewölbe fertig und habe dann quasi nur noch Runs gemacht, für den Endboss, hatte dann auch schon die Händler-Items und sobald ihr an dem Punkt seid, wenn euch nur noch quasi der gemeinsame Boss-Loot fehlt, könnt ihr eigentlich einfach nur durchlaufen. Ja? Also ihr rennt quasi einfach nur, lauft rein, rennt bis zu dem jeweiligen Endboss von der Ebene, haut ihn um, nächste Ebene. Braucht eigentlich keine Mobs töten, ist vollkommen egal. Natürlich, wenn ihr so Boni-Sachen rumliegen habt, nehmt die mit, aber extra dafür einen Umweg machen, lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Und dann einfach durch bis zum Endboss, Endboss umhauen und wieder raus. Und wenn ihr mehrere Accounts habt, könnt ihr die mitziehen. Was ich entdeckt habe, oft ist es ja, wenn man die auf Folgen hat, ist man dann ein bisschen runtergeslowt. Wenn ihr die sterben lasst, und quasi mit dem Main-Account quasi auf die nächste Ebene geht und erst dann den Geist freilässt, wenn der andere auf der nächsten Ebene ist, dann werden die automatisch auf der nächsten Ebene geretzt. Wenn ihr es zu früh macht, sind die noch auf der alten Ebene. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Genau, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Guide fürs Timok hier im Talkast. Ich hoffe, der eine oder andere kann ein bisschen was mit anfangen, der vielleicht hier auch demnächst Talkast abfarmen will fürs Timok oder für auch für andere Sachen. Und ja, damit sind wir durch. Sollten Fragen offen geblieben sein, schreibt ihr gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.